Servus, der Marc vom PC Studio und bei mir ist die Runde Greta. Zumindest hörst du sie. Ne? So, wir machen ein Septum-Piercing. Wir haben das schon getoppt und wir starten los. Ich wollte es eigentlich ganz tapfer ohne machen, aber ich habe dich doch überzeugt. Nein, es ist also 30% Unterschied, man spart sich ein bisschen was. Why not? Ja? Also, ich bin der Letzte, der das nicht gern macht, wenn man das kann. Dein erstes Piercing. Ja. Noch ganz jungfräulich. Wie alt bist du jetzt? 18? Ja. Und du durftest quasi bis vorher, also davor durftest du es gar nicht haben. Ja, meine Eltern haben gesagt, wenn ich 18 bin, darf ich selber entscheiden. Ja, ist richtig. Ja. Da haben sie recht. Gesetzlich auch. Also. Ja, ist ja. Nein, ich habe es oft, also viele dürfen halt, aber die Eltern doch strenger sind, sagen, nö, geht nicht. Ich habe natürlich bei vielen, wo der Schussball losgeht, Kunden gehabt schon, die haben sich mit Ansage am 18. Geburtstag schon mit 3 oder 4 Pisse stechen lassen und waren eine Stunde später mit Tätowierer. Also die kamen abends heim und sahen echt komplett anders aus. Ja. Nein. Wo ich denke mir halt von den Eltern, wenn du dann lieber du gehst, und wenn du merkst, es ist halt in so einem Menschen drin, lieber du gehst dann Kompromisse ein, weil dann stillst du ein echtes Bedürfnis so ein bisschen, ja, als dass du halt echt wartest auf diesen Tag X und dann schlägt die Bombe ein. Ja. Aber wie gesagt, so ein Septum ist ja nichts Schlimmes. Es wird ja auch gut stehen und Typ passt sicher perfekt zu dir. Und wir stecken das jetzt mal. Vom Schmerz ist es nicht schlimm, es ist ein leichtes Pieksen, so wie wenn du eine Impfung oder Blut aufnehmen, ne? Also in dieser Art. Generell sehr gut überschaubar. Also eigentlich solltest du da keine großen Sorgen haben. Ja. Meine Nase ist irgendwie ein bisschen fester als andere, aber. Aber es kann auch, weißt du, es ist immer so ein bisschen so eine Eigenwahrnehmung. Also letztlich, ich sag dir dann, stelle ich meine Meinung dazu, dann spüre ich auch, ob das fester war oder nicht. Aber die Leute erzählen immer wieder irgendwas und denke ich mir, die Nase war so easy. Kann auch sein, du hast recht, aber letztlich macht es beim Stechen und vom Schmerz auch keinen Unterschied. Mhm. So. Von uns. Mal an, dass die sitzt. Du hast eben so die Nasenhaare recht weit runter. Das ist immer so, wie es jetzt so zu machen, dass wir dann möglichst von der Seite vom Ring nicht sehen. Ja? Mhm. Das war es, das ging ja Butterzeit. Ich habe auch die Stelle super gefunden. Ja. Das war super. Also ich habe das eigentlich ziemlich schön vorgestellt, aber. War es nicht, ja? Siehst du. Super. Du kannst später auch einen größeren Ring reintun, wenn du sagst, du willst ein bisschen mehr davon sehen, dass man ein bisschen prominenter hat. Das kann man natürlich gerne machen, aber jetzt am Anfang lass uns bitte mal genau so. Ich wollte jetzt so einen kleinen lassen, das passt. Ja, ist genau, ich finde es auch schön. Tränen, die Augen tränen, das kann ich nicht verhindern. Das ist immer so, das war nicht. Liegt an trigemischen Nerven. Ja, es gibt ja Menschen, die haben es echt ganz wenig, wobei das ist komisch. Also normal muss deine Reaktion als die normale Durchschnittsreaktion, die muss eigentlich so sein. So. Ja. Mhm, Kugel weg. Dann nehmen wir die nächste Kugel. Entschuldigung, die Kugel ist runtergerugelt, warum auch immer. Das gewinnt ja nicht gut. Alles gut. Aber es passiert ja nichts mehr. Hast dich also quasi durch das TikTok an uns erinnert. Ja. Ich freue mich schon, also wenn die Leute das auch unseren Kanal kennen und auch deswegen kommen, ist immer natürlich ein schönes Zeichen, weil letztlich ist das Video machen, schneiden, also schneiden tun wir es dann ja, weil wir müssen das Intro, Outro machen und hochladen und alles verschlagen und das doch überarbeiten und dann lohnt sich es aber trotzdem. Schau es dir im Spiegel mal an, also ich finde es perfekt so gerade, wenn ich ehrlich bin, finde es echt total schön. Ja. Voll. Ich würde es mal genauso lassen. Wenn jetzt aufgeht, glaube ich, tue ich dir keinen Gefallen momentan damit, wenn du nicht akut ein Bewerbungsgespräch hast. Hast du das? Dann lass ich das bitte so und dann können wir es beim nächsten Mal, weil ich mache dir eigentlich vom Look alles kaputt. Ich würde es genauso lassen. Ja. So, jetzt zeige ich es mal nochmal kurz für YouTube. Da ist die Greta mit ihrem neuen schönen Septum. Sehr schön sieht es aus. Wirklich gut. Steht dir gut. Und vor allem, du hast eine Nase, die ist echt schwerer zum Stechen, weil wenn die Nasenlöcher seitlich höher sind und die Spitze runtergeht, ist es bei vielen Studios so, dass das Ding so auszieht,
wie wenn es unten quasi gleich runterfällt. Ja. Da ist viele Gläser viel zu tief da stechen. Und mein Ziel ist immer, dass man es von der Seite eben die Löcher nicht sieht. Das ist perfekt. Mhm. Also ich bin so bleibe mit dem Ergebnis im Outcome. Ja, das ist genau das, was ich mir. Ich habe es zwar schon gesehen, dass es so ganz mittig ist. Mhm. Also dass ich so in der Mitte vom Nasenloch dann. Ja. Wobei das mache ich gleich mit Filmen, weil das erst. Genau. Von der Pflege, meine Liebe, du kennst vielleicht von meinem Video, ich erkläre es maximal kurz, dass du es gehört hast. Du nimmst mir das Spray und Gel. Mhm. Dann wirst du zuerst mal die Hände waschen und desinfizieren. Ja. Dann nehmen wir den Spray, sprühen links direkt die Nasenlöcher ein. Lass ihn einwirken, 30 Sekunden, in eine Küchenrolle und reinige bitte feucht mit der Küchenrolle in 40. Okay. Keine Wattestäbchen, es fusselt. Dann nimmst du das Gel, Tropfen links und rechts drauf, bewegst den Ring hin und her und du bist fertig. Drei Wochen, zweimal am Tag und dann drei Wochen, einmal am Tag, das ist 6 Wochen im Stück. Okay. Und in 6 Wochen sehen wir uns nochmal hier, einmal Kontrolle, mal einen Schmuck rein und alles ist gut. Okay. Okay? Wenn du Schnupfen kriegst, normal Nase putzen, Nasenspray, kannst alles ganz normal nehmen. Duschen, Sport, Haare waschen darfst auch, ab morgen wieder, ganz easy, man kann sich dann auch auf Duschen, wäre wurscht. Einzige, was nicht erlaubt ist, ist Dampfbad zu lagern und Sauna und Vollbäder, 3 Wochen bitte nicht. Okay. Ja? Mein Badewanne kannst ein bisschen sitzen, solange du nicht unter kommst. Ja. Gut, meine Liebe. Die Pflege dann kriegst du per SMS und E-Mail automatisch nach dem Termin. Wir sind papierlos geworden, deswegen hast du die gleich auf dem Handy. Super. Danke dir fürs Kommen, danke fürs Video, danke euch fürs Zuschauen. Das war die Greta. Tschüss, Papa.